Willkommen zurück zu Medizintechnik 2. Ich darf euch heute ein bisschen was zur Systemtheorie erzählen. Das ist also quasi die Grundlagen in Mathematik und Bildverarbeitung, die ich versuche euch so ein bisschen zusammenzufassen, damit ihr die jetzt schon verstehen könnt. Das sind alles Dinge, die in den weiteren Semestern nochmal im Detail kommen. Ich versuche jetzt auch hier die Systemtheorie im Wesentlichen ohne Formeln, naja, ein paar Formeln werden wir schon brauchen, aber mit wenigen Formeln zu erklären, so dass ihr jetzt schon mal ein bisschen den Überblick bekommt, warum diese Verfahren für euch wichtig sind und warum ihr euch hier mit der Mathematik in Zukunft auch noch ein bisschen beschäftigen solltet. So, jetzt schalten wir mal hier wieder in den Vollbildmodus, damit ihr auch sehen könnt, was wir auf den Folien haben. Hier die Systemtheorie werden wir erst so ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben ja jetzt schon gesehen, dass wir irgendwie solche medizinischen Bilder haben und die müssen wir irgendwie verarbeiten. Die müssen wir auch im Rechner darstellen und dazu brauchen wir eben die Systemtheorie. Und mit der Systemtheorie können wir eben auch solche Effekte beschreiben, dass die Bilder unterschiedliche Auflösungen haben, dass die unterschiedlich groß sind und unterschiedlich große Pixel haben. Das hat natürlich alles Implikationen. Die Pixelgröße, das hat mit Frequenzen zu tun. Je kleinere Frequenzen ich darstellen kann, desto kleinere Pixel habe ich eben auch. Und diese brauchen wir, um formal zu verstehen, was denn hier mit unseren Algorithmen passiert. Deswegen ist die Systemtheorie also wirklich grundlegend für unsere medizinische Bildverarbeitung. Und damit kann man dann auch theoretisch Grenzen der Systeme erfassen. Also was ist noch darstellbar, was ist nicht mehr darstellbar. Und das kann ich dann auch entsprechend vorher schon bestimmen, bevor ich dieses System überhaupt zusammenbaue. Und deswegen ist es eben wichtig, diese Dinge auch von der theoretischen Seite ein bisschen anzugucken. Wir fangen an mit Signalen und Systemen. Und dazu wollen wir uns jetzt erstmal angucken, was ist überhaupt ein Signal. Man kann das relativ grob fassen, wie hier Roland Primer in seiner Einführung in die Signalverarbeitung getan hat. Ein Signal ist eine Funktion, die Informationen transportiert über das Verhalten der Attribute irgendeines Phänomens. Ja, das ist jetzt recht abstrakt, also schauen wir uns das doch mal genauer an. Ein Beispiel für so ein Signal, das ihr wahrscheinlich schon ganz oft gesehen habt, ist zum Beispiel so ein EKG, dass wir quasi über die Zeit eine veränderliche Kurve haben, die uns dann irgendwas sagt. Also das ist ein relativ einfaches Signal, weil wir hier eben nur die Zeit haben und das Auf- und Abgehen von irgendeinem Pegelwert. Und dieser Pegelwert beschreibt uns hier den Zustand des Herzens. Wir können sehen, schlägt das Herz eben in einem Rhythmus, sind dort Ausreißer, verhält es sich irgendwie komisch. Das können wir aus diesen Signalen ablesen. Deswegen sind Signale für uns grundlegend. Natürlich beschäftigen wir uns in dieser Vorlesung relativ wenig mit EKGs, sondern natürlich mit Bildern. Aber Bilder sind genauso Signale. Medizinische Bilder sind genauso Signale und für diese Signale gilt die Systemtheorie genauso. So, also, wir brauchen Signale und Systeme. Ein Signal ist eine Funktion, die Information repräsentiert. Signale werden verarbeitet und transformiert durch Systeme. Und diese Systeme kann man darstellen als Operator, hier als Operator H. Konkret ist also ein System, das irgendeine Funktion nimmt. Hier mathematisch gesehen schreiben wir die Funktion auf als f von t. F von t haben wir diese Blackbox. Diese Blackbox macht H. Und am Ende kriegen wir g von t. Das ist schon alles, was unser System tut. Es nimmt also ein Signal und verändert das. Naja, jetzt könnten da irgendwelche Dinge auftreten und wie das so ist mit den Black Boxes, die sind natürlich jetzt schwierig zu verstehen und man kann sehr wenig darüber aussagen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, ein paar Charakteristika einzuführen, die uns dann helfen, so ein System zu beurteilen. Und im Folgenden möchte ich eben genau diese drei Eigenschaften einführen, die für uns besonders wichtig sind. Und zwar, wir können abstrakt so ein System beschreiben als Fi von t. Also t ist der Zeitpunkt, an dem gemessen wird und i ist hier ein Index. Das heißt, wir sind auch gar nicht an so ein eindimensionales System gebunden, wie gerade beim EKG,
Zum Beispiel könnte das jetzt auch mehrere Messwerte sein, zum Beispiel ein Vektor. Also wir hatten ja auch gerade schon mehrere Spuren in dem EKG und das könnten jetzt zum Beispiel verschiedene EKG-Kanäle sein. Die werden von dem System verarbeitet, das macht irgendwas damit und am Ende kriege ich eben ein GI raus, das die irgendwie verändert hat. Wichtig ist jetzt, wenn so ein System linear ist. Also ich habe eine gewichtete Summe von diesen FIs, die in das System hineingehen. Und wenn nach der Verarbeitung durch das System diese Summe durch eine andere Summe eben dargestellt werden kann, dann ist es immer noch linear. Das heißt, aus einer Linearkombination wird eine Linearkombination. Funktioniert mit allen linearen Systemen. Ein System ist verschiebungsinvariant, wenn wir vor der Anwendung des Systems eine Verschiebung durchführen können, das System dann irgendwas mit unserem Signal tut und wir danach denselben Effekt immer noch durch eine Verschiebung modellieren können. Sprich, es ist egal, ob ich zuerst verschiebe, das System anwende und dann auslese oder das System anwende und dann verschiebe. Das ist ein verschiebungsinvariantes System. Sprich, unser System arbeitet überall gleich und es ist irrelevant, ob ich vorher oder nachher verschiebe. Linearität, Verschiebungsinvarianz und dann ist noch wichtig, ob ein System kausal ist. Ein System ist kausal, wenn es nur durch Dinge beeinflusst wird, die in der Vergangenheit liegen, also vor einem gewissen T0. Ein System ist dann nicht mehr kausal, wenn es in die Zukunft sehen können müsste, um die korrekte Vorhersage zu vollführen. Nun, diese Eigenschaften hören sich so ein bisschen abstrakt an, sind jetzt auch hier vielleicht nicht sofort nachzuvollziehen, wie das genau funktioniert. Deswegen haben wir so ein paar Beispiele und ich möchte euch daran zeigen, welche Systeme hier linear, verschiebungsvariant oder kausal sind. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Hier gibt es einfach die Identität. Die Identität ist natürlich linear. Tatsächlich ist es bei der Identität egal, ob wir zuerst verschieben oder danach, also verschiebungsinvariant. Und natürlich ist die Identität auch kausal. Das heißt, es gibt hier nichts, wozu wir in die Zukunft sehen müssten, um das richtige Ergebnis zu berechnen. Das nächste Beispiel, hier eine Sinuskurve, die auf unser Signal angewendet wird. Und eine Sinuskurve ist tatsächlich periodisch. Damit ist es egal, ob ich vorher oder nachher verschiebe, weil das Signal kommt ja dann entsprechend wieder. Was es natürlich nicht ist, ist es nicht linear. Eine Sinuskurve ist ganz klar kein lineares System, weil sich eine Linearkombination vor und nach Anwendung einer Sinusfunktion selbstverständlich verändert. Also kein lineares System, verschiebungsinvariant ja, kausal auch. Wir müssen hier nicht in die Zukunft gucken, das funktioniert. Schauen wir uns mal hier das nächste Beispiel an. Hier haben wir 3f von t plus 2, also das ist auch wieder klar linear, also Multiplikation, Addition sind alles lineare Transformationen, kein Problem. Das System ist ebenfalls verschiebungsinvariant, ist egal, ob wir hier zuerst verschieben oder danach, würde uns wieder zur selben Lösung führen. Aber das System ist nicht kausal, weil wir an die Stelle t plus 2 greifen müssen, also 2 Schritte in die Zukunft gucken können müssen, um die entsprechende Funktion auszuwerten, also keine Kausalität. Das nächste Beispiel hier, f von t minus 2, f von t minus 1, Addition, Multiplikation, auch von zweimal derselben Funktion, kein Problem, alles linear, ebenfalls verschiebungsinvariant, auch keine problematische Funktion. Und tatsächlich auch kausal, weil wir hier nur in die Vergangenheit gucken und nicht in die Zukunft, auch kein Problem. Und das bringt uns auch schon zum letzten Beispiel. Und hier haben wir f von t mal e hoch minus 0,5 t. Und hier können wir also feststellen, dass eine e-Funktion nicht linear ist. Eine e-Funktion ist auch nicht verschiebungsinvariant. Das Einzige, was hier aber sicher der Fall ist, dass wir nicht in die Zukunft gucken können müssen, um diese Funktion auszuwerten. Das heißt, sie ist wenigstens kausal. Nun, damit können wir uns
noch ein paar Beispiele angucken für solche Systeme. Also Systeme sind jetzt nicht nur abstrakte mathematische Funktionen, sondern Systeme werden dazu genutzt, um konkrete physikalische Effekte oder Messverfahren zu modellieren. Zum Beispiel kann so ein System als Eingabe f von xy eine Röntgendosis am Pixel xy haben. Das System selber ist dann das Röntgensystem und die Ausgabe ist der Röntgenfilm. Also hier ist gar nichts digital. Wir haben hier überhaupt kein einziges digitales Bild. Es ist alles analog. Es ist trotzdem ein System, das wir mit dieser Systemtheorie beschreiben können. Das nächste Beispiel ist ein Röntgenschwächungskoeffizient, μ xy, in so einer CT-Schicht. Und hier wäre natürlich das System dann das CT-System selber, also der Scanner. Und am Ende wird über entsprechende Rekonstruktionsverfahren ein digitales Bild berechnet. Also hier ist die Eingabe quasi kontinuierlich, analog, und die Ausgabe ist digital, ein digitales Bild. Also kann in so einem System auch die Wandlung von analog zu digital auftreten. Ganz fundamentale Vorgänge, die wir in solchen Systemen modellieren können und auch beschreiben und analysieren können. Naja, und dasselbe funktioniert natürlich auch für die Protonendichte. Wenn wir ein MR-System verwenden und dann am Monitor zum Beispiel diese wiedergeben wollen. Auch das ist ein komplettes System, in dem wir tatsächlich sogar eine analoge Eingabe haben, dann ein ganzes MR-System und dann womöglich die Ausgabe auf dem Monitor wieder vom Digitalen ins Analoge gewandelt werden muss. Also wir sogar in diese Richtung gehen können und all diese Effekte lassen sich mit der Systemtheorie beschreiben. Also eine ganz wichtige Grundlage für die komplette medizinische Bildgebung. So, ich hoffe, ich konnte euch damit zeigen, warum wir die Systemtheorie brauchen und warum das so ein wichtiges, grundlegendes Verfahren in der kompletten medizinischen Bildverarbeitung sind. Es ist nicht so, dass wir euch einfach mit abstrakter Mathematik hier jetzt quälen wollen, sondern wir brauchen konkret diese mathematischen Verfahren, um konkret solche bildgebenden Systeme aufbauen zu können. Das wäre ja schlimm, wenn wir erst die ganzen Scanner bauen würden und am Ende kommt kein vernünftiges Bild raus und wir verstehen gar nicht, warum das so ist. Mit der Systemtheorie können wir jede Einzelkomponente modellieren und die Effekte der Einzelkomponente aufeinander entsprechend beurteilen. Daher Systemtheorie, ihr werdet es im Verlauf der Vorlesung sehen, das ist wirklich ein spannendes, wichtiges Thema. Und wenn wir das richtig beherrschen, dann können wir auch richtig gute bildgebende Modalitäten bauen. Also es ist nicht nur tolle Algorithmik, tolle Bildverarbeitung, sondern wir müssen die gesamte Physik, die Algorithmik, alles in einem Stück beschreiben. Und nur dann kriege ich am Ende wirklich gute Bilder, die diagnostisch vernünftig eingesetzt werden können. Okay, ich hoffe, das hat euch heute einigermaßen gut gefallen. Es ist schon ein bisschen mathematischer geworden. In der nächsten Vorlesung schauen wir uns das Ganze im Detail noch ein bisschen genauer an. Da schauen wir uns dann tatsächlich einen ganz wichtigen Baustein für die Systemtheorie an. Das ist die Fourier-Transformation. Auch hier werde ich versuchen, mit möglichst vielen Beispielen zu arbeiten, damit ihr versteht, warum diese grundlegenden Verfahren, obwohl sie so stark mathematisch sind, für uns eben ganz wichtig sind, um tolle Systeme zu bauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke.